Ja, hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal der Pfleka Fotografie. Lang ist her, fast gefühlt. Es waren 2 Wochen, als das letzte Video rauskam. Ich hatte in den letzten Tagen einfach enorm viel zu tun, enorm viel zu machen. Hochzeiten fotografieren und so weiter und so fort. Familie, Freizeit, Aktivitäten waren dann auch noch, die enorm viel Zeit in Anspruch genommen haben. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf ein neues Video mit euch. Heute geht's an den Blütenweg bei Sipplingen und ich will heute Abend Sipplingen zur blauen Stunde und vielleicht auch, wenn die Sterne schon ein bisschen da sind, noch ein bisschen fotografieren. Und dann nehme ich euch mit und wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt einfach dran und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Hört ihr das? Die Grillen zirpen? Wahnsinn. Finde ich immer schön in den lauen Sommernächten. Aber weiter geht's zum Spot. Folgt mir. So, ich habe jetzt gerade noch hier einen Spot entdeckt, bevor es nach dem eigentlichen Sipplingen-Spot geht, und zwar Richtung Ludwigshafen. Denn da hinten ist gerade noch der Sonnenuntergang und der Sonnenuntergang sieht heute Abend auch recht toll aus, auch wenn keine Wolken da sind, so leichtes Rötliches am Himmel. Und da sind so Berge und Täler hier vor dem Spot oder hinter dem Spot. Und die habe ich jetzt noch versucht einzufangen und das Bild blende ich jetzt gleich ein, bevor wir jetzt rübergehen zum anderen Spot, denn wir müssen noch ein bisschen warten, bis es noch ein kleines bisschen dunkler geworden ist, denn die Kirche macht dann gleich das Licht an und der Hafen wird beleuchtet und unten fahren Autos, das sieht richtig top aus nachher. Ja Leute, ihr seht, es ist langsam, aber sicher wird es dunkel. Ich bin jetzt hier natürlich mit einer ISO 12800 am Filmen,
Aber Ziel soll es sein, eben diesen Hafen rechts unten im Bild drauf zu kriegen, dann die Straße, da fährt jetzt gerade ein Motorrad durch, ihr seht es, drauf zu kriegen, am besten natürlich nur mit rotem Licht, ohne weißes Licht, damit das weiße Licht nachher beim Belichten nicht ausbrennt. Und natürlich hinten links oben im Bild sehen wir noch die Kirche von Sipplingen, die jetzt beleuchtet ist. Und dann da hinten geht's langsam vom Überlinger See in den Obersee. Und diesen Part wollen wir natürlich auch mit drauf haben. Ob das gelingt, heute Abend werden wir gleich sehen. Die ersten Bilder habe ich schon mal gemacht zur Probe. Ich blende schon mal zwei ein, damit ihr mal entscheiden könnt, ob das heute Abend was wird. Ansonsten, ja, es wird auf jeden Fall noch cool. Und ich denke, wir kriegen da heute Abend ein passendes Bild hin. Bis gleich. Ja, hier oben bin ich eigentlich echt gerne an diesem Platz. Das ist ein Platz zum Genießen. Man hat eine tolle, geile Sicht über den Überlinger See und den Obersee, über Sipplingen und den Westhafen von Sipplingen. Also wer wirklich mal an den Bodensee kommt, sollte unbedingt über den Blütenweg gehen, sollte an Sipplingen Halt machen, sollte eine Nacht hier bleiben. Hier gibt es viel zu sehen und tatsächlich abends hier mit einem Sektchen, mit einem Bierchen, Müll natürlich danach wieder mitnehmen, hier hochkommen und die Aussicht einfach mal genießen und abends diese tolle Landschaft hier fotografieren. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Ja, ich stehe jetzt hier ein bisschen am Hang und versuche den Spot so ein bisschen seitwärts drauf zu kriegen, dass die Kirche so fast in Verlängerung zur Straße ist. Das funktioniert hier aber nicht ganz so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz ist das Bild, das ich jetzt gerade gemacht habe, oder die paar Bilder, die ich schon gemacht habe, wirklich cool geworden. Ich blende die jetzt gleich ein und danach mache ich noch mal eins von der anderen Perspektive. Ich kann leider nicht weiter rechts runter, weil hier geht es echt teilweise steil den Buckel runter und dann würde ich nachher unten auf der B31 alt liegen. Aber auch hier ist der Winkel auf den Hafen und die Kirche gar nicht so schlecht und mir gefällt es ganz gut. Ich hoffe euch auch. Ihr schaut es euch jetzt an. Bis gleich. Übrigens absolut cool ist an der B31 unten, dass man die Autos, die man fotografieren möchte, lauter Viecher hier, die Autos, die man fotografieren möchte, hört, wenn sie kommen. Das heißt, ihr braucht also nicht hoffen und Glück haben beim Abdrücken, sondern ihr braucht nur zu warten, bis ihr unten ein Geräusch hört und dann könnt ihr direkt loslegen zu fotografieren, denn dann kommt ganz sicher ein Auto. Das als kleiner Gag nebenher oder als kleiner Insider nebenher, nur dass ihr gewisst, dass man hier an diesem Spot nicht hoffen muss, sondern tatsächlich nur seine Ohren benutzen muss. Bis gleich. Ja Leute, das war heute zwar ein kurzes Video, aber ich wollte euch einfach mal einen Eindruck davon vermitteln, wie schön Sipplingen ist oder der Blütenweg, denn ab hier vom Blütenweg kann man wirklich tolle Bilder machen, egal ob in Richtung Ludwigshafen oder in Richtung Sipplingen, es ist völlig egal, ihr habt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, auch der Blütenweg an sich
zeichnet sich gerade im Frühjahr, so wie sein Name schon sagt, aus, denn hier blüht alles und hier ist alles wirklich weiß, nur durch Blüten oder orange, lila, gelb und blau. Also hier gibt es verschiedenste Blüten, aber vor allen Dingen Apfel- und Kirschblüten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, welches der Bilder euch am besten gefallen hat. Ich habe zur Probe extra auch mal ein Bild gemacht, ohne dass Autos unten auf der Straße fahren. Ich persönlich finde die mit Autos am schönsten, wobei es hier eigentlich kaum eine Rolle spielt, denn der Hafen macht seinen Teil und der Bodensee macht sowieso seinen Teil. Also wirklich klasse hier. Und ich blende mal noch meinen Instagram-Account ein und meine Homepage. Vielleicht sieht man auch da den einen oder anderen und kann mal korrespondieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei, wenn es heißt The Pfleker on Tour. Und in dem Fall wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag, egal wann immer ihr das Video schaut. Ich sag von meiner Stelle aus hier, wir haben es 10:30. Ich sag gute Nacht, bis zum nächsten Mal.